ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Rücken-Physio-Fitness-Woche. Wir werden uns 6 Tage lang um unseren Rücken kümmern, vom oberen Rücken über den unteren Rücken, natürlich ISG-Gelenk, das Iliosakralgelenk, den Psoas, unseren Ischias. Wir werden auch den Beckenboden trainieren. Wir werden Faszien bearbeiten, wir werden Muskeln trainieren und stabilisieren. Also wir werden alles tun, was unserem Rücken gut tut. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Im Zweifelsfall immer mit deinem Arzt, Therapeuten sprechen, wenn du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht. Ansonsten sollst du dich einfach wohlfühlen während der Gymnastik. Pausen sind erlaubt, also wenn du Pausen einlegen möchtest, dann natürlich jederzeit. Wir beginnen natürlich in der aufrechten Haltung, denn das ist ganz wichtig. Heute ist Thema unterer Rücken, Lendenwirbelsäule, so nennt sich die. ISG-Gelenk, das Iliosakralgelenk, das ist der Übergang von unserem Beckenkamm zu unserer Wirbelsäule. Da verkanten wir gerne unseren Psoas, das ist der Hüftbeugemuskel, der gerne verkürzt. Entweder wenn wir Stress haben im Alltag, dann verkürzt er gerne. Denn den kennen wir von früher, wenn wir auf die Jagd gegangen sind, dann spannt er an unwillkürlich, um unseren Oberschenkel ganz schnell nach oben zu ziehen, um zu sprinten. Und wenn wir jetzt Stress haben in der Arbeit oder zu Hause, dann spannt auch dieser Psoas unwillkürlich an. Den wollen wir natürlich wunderbar aufdehnen, unser Hüftgelenk bewegen. Wir wollen gegen Ischias-Schmerzen vorgehen, also werden. Den Piriformis, das ist der kleine Gesäßmuskel, der oft den Ischias etwas einklemmt, dehnen. Also ein Rundumprogramm heute. Und wir beginnen aufrecht. Hüftschmal deine Füße geöffnet, sodass du gleich mal auf deinen Außenkanten stehst. Außenkanten deiner Füße. Und jetzt drückst du deinen Großzehenballen auf den Boden. So, dass du jetzt merkst, dass du öfter am Großzehenballen auf der Außenkante und auf deiner Ferse stehst. Dann stehst du eigentlich sehr flächig auf deinen Füßen, hast aber auch ein gutes Gefühl für dein Fußgewölbe, das natürlich auch wichtig ist, um deinen Schritt, jeden Schritt abzufedern, um weich, elastisch zu gehen. Dann hast du deine Knie jetzt etwas durchlässig, sodass du muskulär aufrecht stehst. Und natürlich ist wichtig, dass du dann dein Brustbein nach diagonal oben anhebst. Hier ist diagonal und deine Schultern organisierst du so, dass sie hinten unten sind, ganz sanft, die Arme locker und den Blick im Horizont. Und wenn du jetzt so stehst, dann ist eigentlich dein Becken schon in der richtigen Position. Da müssten wir eigentlich jetzt gar nichts mehr verändern. Wenn du dich aufrichtest, stehst du automatisch im Lot. Spürst du das? Wenn du es nicht spürst, dann kannst du gerne mal den Blick nach unten werfen und dann siehst du deine Hüftknochen und dein Schambein. Und die sollten ungefähr auf einer Linie sein. Also wenn du dein Schambein nicht mehr siehst, bist du im Hohlkreuz. Und wenn dein Schambein weiter vorne ist wie deine Hüftknochen, dann bist du auch nicht in der physiologischen Lendenlordose, so heißt diese Krümmung im unteren Rücken. Also hier zum Beispiel Fingerspitzen auf Schambein, Handballen auf deine Beckenknochen. Dann sollte das Becken so sein, dass du deine Fingerspitzen sozusagen nicht mehr siehst, sondern die verschwinden hier in einer Linie mit deiner Hand. So. Dann haben wir uns mal aufgerichtet, dann müsste sich der Nacken schon entspannter anfühlen und dein unterer Rücken vielleicht auch etwas entspannter, hoffe ich. Und dieser untere Rücken, der wird stabilisiert von dem tiefen Bauchmuskel und der Faszie im unteren Rücken. Das heißt, es ist wie ein dicker Gürtel, der dich hier wirklich gut stabilisiert. Und wenn du jetzt deine Handballen nochmal auf die Beckenknochen legst und mit den Mittelfingern so in deinen Bauch drückst, ganz sanft, dann ist es jetzt erstmal ein bisschen weicher wahrscheinlich. Und wenn du jetzt das Wort Ich sagst, müsstest du merken, wenn du hier reindrückst oder so ein F-Laut, müsstest du eigentlich merken, dass du jetzt fest wirst. Das ist der tiefe, quere Bauchmuskel, der hier wie zwei Taschen sitzt und tatsächlich deine Taille formt und diesen Gürtel formt. Also der schützt dich auch vor Schlägen. Oben haben wir die Rippen, die unsere Organe schützen. Hier haben wir den tiefen Bauchmuskel, der aktiv sein soll. Den werden wir heute auch noch kräftigen. Und diese Spannung, die hältst du jetzt so ein bisschen bei. Und jetzt pendel einfach nur ganz leicht nach vorne und nach hinten auf deinen Vorderfuß und auf deine Ferse
und bleib im Lot und spüre, wenn du pendelst, wie deine Vorderseite, deine Rückseite aktiv wird, je nachdem, auf welcher Seite du gerade bist. Und wie du dich hier aus der Mitte bringst, lass den Atem fließen. Und dann pendelst du dich zur Mitte ein und jetzt nochmal ein Stück nach rechts und links. Wirklich deinen ganzen Rumpf zur Seite nehmen, dein Becken mitnehmen. Es darf wackeln, natürlich. Genau, zuerst einmal spüren, wie fühlt sich das an, wenn uns die Mitte stabilisiert. Und die sollte immer stabil sein, wenn wir uns bewegen. Also der Unterrücken hat nicht so viel Bewegungsfunktion wie jetzt der obere Rücken, den wir morgen bearbeiten werden. Pendel dich jetzt wieder zur Mitte ein. Schau, dass du gleichmäßig auf deinen Füßen stehst und dann beginnst du deine Schultern mal zu kreisen. Wir beginnen oben mit der Bewegung, werden uns dann so ein bisschen durcharbeiten. Bis natürlich runter zu den Fußgelenken, denn die sind auch ganz wichtig für unsere Haltung, die Beweglichkeit. Hier ist der Schultergürtel, die Schultergelenke, die wir jetzt auch immer mehr dazu nehmen. Wenn wir da oben zu fest sind in der Brustwirbelsäule, dann bekommen wir gern Schmerzen im unteren Rücken und auch wenn wir im Hüftgelenk zu fest sind. Also immer Gelenk drüber oder drunter, der Teil drüber oder drunter. Wenn der zu wenig beweglich ist, dann entstehen Schmerzen im unteren Rücken. Lösen nochmal wieder auf, komm wieder tief, atme ein, nimm den Arm nach oben und mit dem Ausatmen löse nochmal. Komm nochmal tief, bleib immer noch stabil in deiner Mitte. Und mit dem Ausatmen wieder lösen. Zieh dich ganz weit nach rechts, nach links oben und wieder lösen. Ganz weit nach links, nach oben und wieder lösen. Jawohl, Knie immer noch durchlässig halten. Dich da oben bewegen. Gleich nochmal. Deinem Tempo. Schau, dass deine Körpermitte wirklich fest auf beiden Füßen verwurzelt ist. Bleib dann in der Mitte, lass deinen Schultergürtel nach vorne hängen, deine Handrücken nach vorne und lass deine Handflächen jetzt nach vorne zu mir zeigen und richte dich auf, nochmal rund, stabil in deiner Mitte, beweglich im oberen Rücken. Nochmal, rund und locker, einatmen, Brustbein heben, ausatmen, rund. Genießen. Bleib stabil in der Mitte noch einmal. Dann kommst du wieder nach oben, löst, die Schultern fallen, lass den Oberkörper nach rechts und links pendeln. Immer noch stabil im Becken. Mach weiter. Pendel rechts und links. Brustwirbelsäulenbewegung. Langsam wieder kleiner werden, denn jetzt verlagere einmal dein Körpergewicht auf dein linkes Bein. Versuche hier zu bleiben und versuche jetzt mit deinem rechten Bein entgegengesetzt nach diagonal zu schwingen und die Arme schwingen nach rechts. Also Bein ganz gestreckt. Wackelt's? Es darf immer wackeln, dann trainieren wir. Das Ganze nochmal mit der anderen Seite. Nochmal lösen und einmal verlagern. Ferse schiebt, Oberkörper zur anderen Seite. Geht noch. Und dann nochmal wieder lösen, zurückkommen in eine Grätsche.
eine Grätsche machen, die Knie strecken und deine Hüfte kreist jetzt einmal in die eine Richtung. Ganz gestreckte Knie, Hüftgelenksmobilisation. Richtungsänderung. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Beug deine Knie, geh mal noch weiter in die Grätsche und jetzt verlager dein Körpergewicht nach rechts und links. Mobilisation Hüfte. Schau, dass du deine Fingerspitzen nicht unbedingt eindrehst, sondern parallel zum Oberschenkel hältst. Und spür die Bewegung im Hüftgelenk. Genau. Ganz weit rüber verlagern, die Knie Richtung Fußspitzen zeigen lassen. Schultern zurück, Rücken gerade. Komm zur Mitte zurück. Tauche mit deinem Brustbein jetzt nach vorne und roll deinen Rücken auf und versuch von unten zu beginnen hochzurollen. Dein Brustbein sinkt nach unten und kommt ganz rund. Ausatme nochmal hoch. Einatme, Brustbein sinkt. Ganze Wirbelsäule durchbewegen und aus. Nochmal. Ein letztes Mal noch nach vorne eintauchen, hochrollen, lösen und wir verlagern jetzt einmal nach rechts und links. Tipp mit der Fußspitze auf, beweg dein Fußgelenk, lass deine Arme ganz schwer nach rechts und links fallen. Dein Tempo und versuch möglichst locker zu lassen. Kannst jetzt, wenn du Lust hast, etwas größer werden, deinen Oberkörper zur Seite mitdrehen und die Arme wirklich so richtig schwer fallen lassen. Ganz langsam kleiner werden, auspendeln mit deinen Armen, auslockern, Schultern zurückziehen, Handflächen schauen zu mir und jetzt werde langsamer in der Bewegung, sodass du einmal schon auf links stehst, wechselst auf rechts stehst, einmal links und rechts und spür gleich deine seitliche Rumpfkraft, vielleicht sogar einheben. Jawohl, immer im Wechsel. Und spür mal, was deine Körpermitte macht, sobald du dich in eine instabile Lage bringst. Sehr gut. Dann bleibst du auf links, stopp, halte hier und versuch jetzt, könntest schweben, du kannst aber auch unten tippen, dein rechtes Bein, deine linke Hand so ein bisschen zueinander zu führen und komm wieder zurück. Seitlich bewegen und wieder zurück. Atmen. Noch zweimal. Standbein merkt man auch schon. Wechsel die Seite. Und hoch. Entweder tippst du oder versuchst in der Luft zu bleiben. Knie nach außen Richtung Fußspitze.
immer noch. Noch zweimal. Und komm wieder auf beide Füße. Stütz dich einmal ab. Mach deinen ganzen Rücken rund. Kopf rein. Noch einmal ganz gerade ziehen, nach vorne schauen. Und jetzt wirklich nach diagonal vorne. Noch einmal rund. Einatmen. Diagonal vorne. Eintauchen. Mach nur weiter. Und nach vorne. Und wenn du jetzt eintauchst, beide Hände am Oberschenkel. Und wenn du dich streckst, nimmst du einen Arm nach vorne. Werde rund. Tauche ein. Und wenn du dich streckst, nimmst du einen Arm nach vorne. Daumen zur Decke. Werde rund. Und streck dich in die Länge. Nochmal rund. Und streck dich in die Länge. Dein Tempo. Rückenstrecker. Im unteren Rücken vor allem. Denke mal dran, den Bauchnabel sanft nach innen zu ziehen. Nochmal. Gleich nochmal. Und dann versuchst du hier zu halten. Daumen Richtung Decke und jetzt vielleicht den anderen Arm auch noch dazu. Ganz lang strecken und hier ganz kleine Hackbewegungen mit den Armen ausführen. Spür mal in deinen Rücken. So kleine Muskeln an der Wirbelsäule, die dich hier stabilisieren. Atmen. 4, 3, 2 und nochmal wieder abstützen und nochmal rund machen. Puh. Es wird dann mit der Zeit immer anstrengend, oder? Nochmal gerade deine Füße jetzt schließen und noch einmal rund. Wenn es hier zu wackelig ist, lass die Füße so ein bisschen weiter geöffnet. Weil jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Das heißt, du wirst rund, Füße geschlossen, kommst dann in die Länge und nimmst einen Arm nach vorne. Jetzt nochmal rund, komm nochmal in die Länge. Daumen zur Decke. Nochmal rund. Nochmal Länge. Daumen zur Decke. Wackelt's? Gleich nochmal. Pausen, wenn es hier zu viel wird. Noch einmal. Halte jetzt vorne. Nimm den nächsten Arm dazu und mach hier noch einmal ganz kleine Hackbewegung. Atmen. Das sind die kleinen Muskeln. Wenn die Wirbelsäule jetzt minimal bewegt wird, dann spannen die an. Noch 4, 3, 2 und dann richtest du dich auf. Komm nach oben. Löse einmal deine Arme. Lass locker. Und versuch jetzt ganz locker am Platz zu gehen. Und zwar rollst du deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse und nimmst deine Arme gegengleich mit. Gleich die Wirbelsäule etwas drehen, das würdest du walken, aber locker mitschwingen. Fußgelenke nochmal weg, mit den Füßen wegdrücken. Genau. Oben locker mitbewegen, Hüftgelenke bewegen. Vielleicht hast du schon das Gefühl, aufrechter zu stehen. Mach nur weiter, immer noch gehen. Und das Ganze, mach weiter, ich zeige dir mal, was ich gehe jetzt und halte dann beim dritten Mal immer oben. Also 1, 2, hoch und stehen. 1, 2 und stehen. Jawohl. 1, 2. Kurzen Moment instabil und dann wieder gehen. 1, 2. Genau. Wachse nochmal zur Decke. Du kannst es in deinem Tempo machen, also ruhig noch ein bisschen länger stehen. Und wenn du jetzt oben bist im Knie, kannst du schon mal mit dem gegenüberliegenden, mit der Hand von innen gegen das Knie drücken kurz. 1, 2, hopp, kurz Druck.
Eins. Wenn es von außen nicht geht von hier, dann drückst du von oben. Zwei. Hab. Genau. Wie geht's mit der Balance? Geht. Weil wenn es geht, dann bleiben wir jetzt mit rechts mal länger oben. Stopp. Und jetzt gibt Druck. Knie drückt, Hand drückt. Versuch dich aufzurichten. Wenn dir das unangenehm ist, dann drückst du von oben. Ansonsten seitlich. Druck, Druck, Druck. Spür, was passiert. Bleib aufgerichtet. Noch 4, 3, 2 und nochmal hinher. Hin, her und stopp. Und gib Druck, 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 Druck. Aufrecht. Weiter atmen. Und nochmal hinher. 1, 2. Stopp. Und nochmal Druck. Immer noch, immer noch, immer noch. Und 1, 2. Und stopp. Letztes Mal. Gib Druck, gib Druck. 4, 3, 2. Und weitergehen. Locker, locker, locker. Ganz locker gehen. Locker deine Beine aus. Und während du so schüttelst, kommst du gleich an den Rand deiner Matte. So, dass deine Matte jetzt vor dir liegt. Wenn du ein Kissen für deine Knie brauchst, hol dir schnell eins, drück auf Pause. Ansonsten gehen wir jetzt gleich mal nach unten. Auf ein Knie, komm gleich auf beide Knie. Und jetzt nimmst du deine Hände unter deine Schultern. Du nimmst deine Knie unter deine Hüftgelenke. Schau, dass du schulterschmal stehst mit den Händen und hüftschmal mit deinen Knien. Hier oben ziehst du dich raus aus deinem Schultergürtel. Das heißt, dein Brustbein zieht in Richtung Decke. Schulterblätter, die gehen auseinander. Und jetzt versuche mit deinem Körpergewicht, mit deinem Körpergewicht mittig zu bleiben. Und du atmest aus und versuchst ein Knie, den Unterschenkel, so ein bisschen abzuheben. Also ohne, dass jetzt das passiert, Körpergewicht bleibt. Ausatmen, heben, halten. Das Knie schwebt ganz leicht. Ich zeige es dir nochmal von der Seite. Halten und löse nochmal. Nochmal mittig bleiben, ausatmen, andere Seite heben. Es ist viel leichter, wenn man das Körpergewicht auf die Beinseite verlagert, aber bitte nicht, sondern bleib mittig und komm wieder zurück. Noch einmal ausatmen, heben, Spannung, so wie es geht. Und nochmal wieder lösen. Und gleich nochmal, Spannung, halten, atmen. Und nochmal wieder lösen, sehr gut. Komm eins weiter runter auf die Ellbogen. Schultern immer noch nach oben ziehen. Und jetzt bleib wieder mittig und halte diese Stabilität, die wir gerade aufgebaut haben. Und jetzt schiebst du mit dem Ausatmen selbe Bewegung eigentlich. Ein Bein nach hinten. Bleib im Körpergewicht auch hier mittig. Löst und wechselst. Ausatmen. Und wechseln. Also immer im Wechsel nach hinten wegschieben, stabile Mitte und ran. Sehr schön. Bleibe jetzt hinten. Versuch hier zu bleiben und mach kleine Kreise mit dem Bein. Bauch und Rücken spüren. Halte, abstellen, mittig bleiben, andere Seite, langstrecken und kleine Kreise. Noch 5, spür deinen Bauch. 3, 2, 1.
Einen halte und setz noch einmal ab. Und einen Moment zurücksetzen. Hände unter deine Stirn. Entspanne. Diese Päckchenstellung ist eigentlich eine wunderbar entspannende Übung für den unteren Rücken. Vielleicht kannst du spüren, wie der Atem jetzt im unteren Rücken ausweicht. Und dann kommst du wieder nach oben und drehst dich gleich mal auf die Seite. Einmal rum auf den Ellbogen. Nimm deinen Unterschenkel nach hinten, zieh dich da aus der Hüfte raus, gefühl den Unterarm zu dir herziehen. Und jetzt versuchst du, dein Bein, das Becken anzuheben. Halte die Hand. Darf gerne einfach mal auf die gegenüberliegende Schulter gehen, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Entweder hältst du jetzt so 20, 30 Sekunden, spürst deine seitliche Rumpfkraft oder wenn du es probieren möchtest, dann streck dein oberes Bein. Ich schaue, dass wir so 20, 30 Sekunden schaffen. Wenn es nicht mehr geht, mach Pause und lass das Bein hier unten. Ist alles richtig, es gibt keinen guten Falsch. Auch eine Pause machen ist richtig. Die letzten Sekunden. Und schon geschafft. Leg dich gleich runter in die Seitenlage und leg den Kopf gemütlich ab. Die Schulterkraft ist auch ganz wichtig. Also lieber ein paar Sekunden schaffen und dann Pause machen, bevor man es gar nicht probiert. Man braucht ja die Kraft auch im Alltag. Versuch jetzt dein oberes Becken hier weg von dir zu schieben. Dann merkst du nämlich sofort, wie du in der Mitte so ein bisschen stabil wirst. Also Hüfte schiebt weg. Und jetzt lässt du dein Becken hier weggeschoben, hebst dein oberes Bein. Fußspitze anziehen, die Hand da vorne ein bisschen abstützen. Und jetzt schiebst du mit der Ferse nach hinten. Schau mal, dass dein Becken stabil bleibt. Und zieh wieder ran mit langem Fuß. Genau. Und das Ganze versuchst du jetzt größer werden zu lassen. Und zwar schiebst du das lange Bein nach hinten, beugst hinten, aber streckst dann deinen Fuß wieder und ziehst ran. Also wie eine Radbewegung eigentlich. Mit stabilem Becken. Mobilisation, Hüftgelenk, Kraft in der Außenseite. Geht möglichst groß. Zwei noch. Weite Bewegung mit stabilem Becken. Vorne nochmal halten. Und entspannen, ablegen. Sehr gut. Beckenstabilisator. Gesäß. Auch ganz wichtig für den unteren Rücken. Jetzt drückst du dich hoch, kommst eins weiter. Gleich auf die andere Seite. Und wir beginnen wieder den beliebten Seitstütz, so wie es für dich okay ist. Ellbogen, zieh dich raus aus der Schulter, Becken anheben, schau mal wieder den Unterarm gefühlt herziehen. Jetzt entweder hier halten oder, wenn du möchtest, streckst du, ich schau wieder, dass wir ungefähr gleich lang halten. Versuch hier festzumachen. Halten, lächeln, Gesicht entspannen.
Körpermitte spüren. Raus aus der Schulter kommen. Geht noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und schon geschafft. Absetzen. Kopf ablegen, rechter Winkel, die Beine und jetzt wieder das Becken hier wegschieben von dir und ranziehen. Wirklich richtig schön weg von dir, sodass du merkst, wenn du wegschiebst, sofort deine Mitte etwas aktiv. Deine Wirbelsäule wird lang. Bleib in der Länge. Heb dein Bein an, zieh die Fußspitze an und jetzt geh einmal gebeugt nach hinten mit der Ferse und dann streckst du den Fuß und kommst wieder nach vorne. Und das Ganze etwas größer, also Ferse zurück, hinten Fuß lang und nach vorne ziehen. Große Bewegung, hier ruhig bleiben. Ausatmen. Geht noch. Ein bisschen Spannung aufbauen. 5 Stück noch. Großer Kreis. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal noch. Vorne halten und entspannen. Sehr schön. Einmal in die Rückenlage rumkippen. Dreh dich einfach um. Leg dich gleich ab. Besten Oberschenkel fassen. Nimm deine Fußsohlen aneinander. Lass die Handflächen in Richtung Decke zeigen. Und jetzt schiebst du mal mit den Fußsohlen ein bisschen gegeneinander, also beide Fußsohlen drücken zusammen und wieder lösen. Kann auch hier sein. Hauptsache, du stellst so ein bisschen die Außenkanten der Füße auf. Spürst schon die Innenseiten vielleicht, Druck, merkst auch deinen Beckenboden. Jetzt gib ein bisschen Druck und jetzt hebst du dein Becken an. Atme aus. Versuch dann wieder ein Stück tief zu gehen. Nur nicht ganz nach unten, sondern immer so ein bisschen aus der Spannung. Hoch und tief. Muss auch gar nicht so sehr hoch sein. Du sollst auf alle Fälle noch deine Schulterblattspitzen auf dem Boden spüren. Gesäßkraft spüren, unteren Rücken, Innenseiten natürlich. Noch 8, 7, auch hier sind Pausen erlaubt. 6, 5, 4, 3. Halte. Und komm dann ganz langsam, Wirbel für Wirbel, nochmal tief. Schließ deine Knie und zieh sie nacheinander zu dir ran. Mach dich ganz klein, Oberschenkel ranziehen. Fass kurz unterhalb vom Knie deine Beine. Und jetzt zieh ran und löse. So kannst du schön aufdehnen den unteren Rücken. Was ganz wichtig ist für die Stabilität, unterer Rücken ist ja der tiefe Bauchmuskel, dieser, der wie zwei so Taschen seitlich sitzt und den wollen wir jetzt natürlich noch trainieren. Und da gilt so ein bisschen wahrzunehmen und vielleicht nutzt jetzt die Stunde einfach mal, um den auch zu spüren.
wie wir das vorher im Stehen schon gemacht haben. Aber jetzt stellst du die Füße auf und wie vorher im Stehen die Hände mit den Fingerspitzen auf Schambein, Handballen an deinen Beckenknochen. Und jetzt kipp deine Wirbelsäule oder den unteren Rücken einmal runter auf den Boden und komm ins Hohlkreuz, ins Gefühlte. Drück nochmal runter, ins Hohlkreuz. Also jetzt spürst du, dass du ihn wirklich in beide Richtungen bewegen kannst. Und versuch jetzt in beide Richtungen kleiner zu werden. Also nicht mehr so weit hoch, nicht mehr so weit runter. Immer kleiner, bis du dich irgendwann in der Mitte eingefunden hast, sodass du in der sogenannten neutralen Position liegst. Jetzt müsste, wenn du mal hochschaust, dein Schambein auch wieder mit in einer Linie mit deinen Hüftknochen liegen. Und hier ist ein bisschen Luft unter der Lendenwirbelsäule. Das ist gut so. Und so können wir den tiefen Bauchmuskel am allerbesten trainieren. Nimm eine Hand jetzt rück mal so ein bisschen mit den Fingerspitzen unter den Rücken. Und jetzt sag nochmal das Wort Ich oder zieh den Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule. Ich und spüre, einatmen, wieder lösen. Spüre, wie kein Druck auf der Hand hier unten entsteht, also nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, nur der Bauchnabel zieht eigentlich nach innen. Wenn du da ein bisschen in den Bauch reindrückst, merkst du auch, wenn du ausatmest, der tiefe Bauch wieder aktiv wird, hart wird hier. Ein. Genau, ausatmen. Und lösen. Und jetzt versuch beim Ausatmen ein Bein ohne Druck auf der Hand. Das Becken bleibt ganz ruhig, ein Bein abzuheben. Und beim Einatmen setzt du es wieder vorsichtig ab. Ist gar nicht einfach, ohne Beckenbewegung zu machen. Dann die andere Seite, ausatmen und einatmen ab. Lieber machst du es viel langsamer noch wie ich oder du hebst dein Bein nur so ein Stück hoch. Wenn du merkst, oh, wenn du höher gehst, dann kippst du mit dem Becken, es reicht vollkommen. Versuch konzentriert auf deinen unteren Rücken zu bleiben. Ausatmen, heben, einatmen, absenken. Genau, lieber langsam, konzentriert. Denn das ist der wichtige Stabilisator vom Rücken, dieser untere Bauch. Vielleicht merkst du im unteren Rücken so ein bisschen die Faszie, die aktiv wird, aber mehr nicht. Jetzt lässt du ein Bein oben. Gegenüberliegende Handballen drückt hier an den Oberschenkel. Jetzt gib mal Druck, 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 ohne dass du hier mehr Druck auf der Hand spürst. Ausatmen, Druck, einatmen. Halte den Druck jetzt. Und wieder lösen. Wechsel. Kontrolle mit der anderen Hand. Bein heben, ausatmen und Druck. Und weiteratmen, Spannung halten. Ganz fest. Immer noch Druck, Druck, Druck. Und nochmal wieder lösen. Und noch einmal. Vielleicht kannst du die Hand ja auch weglassen. Und du spürst jetzt, dass du neutral bleibst. Atem fließt. Immer noch Druck. Lösen. Noch einmal. Druck. Nochmal lösen. Letzte Runde. Geht noch. So fest wie du kannst. Drücken. Nacken ist lang. Und nochmal wechseln. Letzter Wechsel. Handballen gibt Druck. Und löse auf und entspanne. Super. Jetzt darfst du wirklich nochmal Fußsohlen zusammennehmen.
Knie nach außen kippen lassen. Völlig entspannen. Jetzt werden wir noch alle wichtigen Muskeln dehnen, Gelenke bewegen. Versuche in den Bauch ein- und auszuatmen. Die Entspannung ist ganz wichtig, auch für den unteren Rücken. Wenn wir viel angespannt sind, dann verkürzt erstens mal dieser Iliopsoas und der Rücken kann nicht mehr locker lassen. Das kannst du jetzt nochmal ausprobieren, indem du deine Beine nacheinander nach unten streckst. Und jetzt spürst, wie du liegst. Mal deine Hände ruhig neben den Körper und spüre in deinen unteren Rücken. Schließ ruhig deine Augen mal. Merkst du, dass du da so ein bisschen angespannt bist? Versuch mal ausatmend den Rücken Richtung Boden sinken zu lassen. Einatmend nochmal so ein Stück anheben und ausatmend nach unten. Kannst dich mal beobachten in irgendwelchen stressigen Situationen, wie man da sich ins Hohlkreuz drückt. Mal beim nächsten Zahnarztbesuch dran denken, wie du da drin sitzt im Sitz. Ausatmen, lösen. Einatmen ganz leicht ins Hohlkreuz. Und ausatmen, lösen. Und dieses Gefühl von gelöst seinem unteren Rücken, das behältst du jetzt bitte mal im Kopf. Entspannt. Dann ziehst du deine Fußspitzen so ein Stück ran und schiebst jetzt rechts und links die Ferse von dir weg. So, dass dein Iliosakralgelenk, der Übergang von Beckenkamm zur Wirbelsäule, sich der ein bisschen bewegt. Vielleicht möchtest du deine Füße etwas weiter öffnen, dann merkst du, dass ein Stück weiter oben ankommt, die Bewegung. Ist angenehm, oder? Das Lösen. Dann löst du wieder auf, stellst die Füße einmal nacheinander auf und zwar breiter wie deine Hüfte. Arme legst du zur Seite und jetzt lass die Knie auf eine Seite. Drück mal dein oberes Knie so ein bisschen tief. Komm nacheinander zurück und zur anderen. Der Kopf bleibt oben. Versuch wirklich nur die Knie kippen zu lassen. So mobilisierst du nochmal die Hüftgelenke. Nacheinander zurück und zusammen zur Seite. Atem fließt wieder. Und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Nimmst einmal dein rechtes Bein, kreuzt über links. Und ziehst dein linkes Bein jetzt ran. Fass mal knapp unterhalb vom Knie. Zieh es her und spür die Dehnung hier im Gesäß. Und jetzt dein Körpergewicht ein kleines Stück nach links rüber. Merkst du es mehr? Genau. Dann setz deinen Fuß auf, lass so und lass jetzt, wenn dein rechtes oben ist, deine Knie nach links kippen. Auch hier kannst du mit dem Fuß abstoppen, wenn du nicht weiter gehen möchtest. Kopf zur Gegenseite. Dehnung im Rücken, Dehnung im Gesäß spüren. Und wirklich immer ganz bewusst ausatmen, lange ausatmen, entspannt. Dann kommst du vorsichtig wieder zurück, rechts aufstellen, links kreuz und dann zieh erstmal dein rechtes Bein ran. Jetzt kannst du knapp unterhalb vom Knie wieder hergehen, Körpergewicht ein Stück mehr nach rechts verlagern, also dein Po
spürst du mehr Dehnung, oder? Und immer mit dem Ausatmen das Gefühl haben, dass du der Dehnung nachgeben kannst, ein Stück weiter gehen kannst. Dann löst du auf, stellst rechts auf, Arme seit, nimmst die Knie nach rechts, Kopf nach links. Auch hier wieder so weit für dich okay ist, so weit es angenehm ist, mit dem Fuß so ein bisschen abstoppen, wenn es reicht. Dann ganz vorsichtig wieder zur Mitte zurückkommen, ein Bein aufstellen, kurz entspannen, auslockern. Dann holst du ein Bein ran, fass jetzt den Oberschenkel und zwar von außen und zieh neben dir Richtung Boden. Der Ellbogen geht runter, dein linkes Knie steht, reicht jetzt so. Jetzt hast du hier den Hüftbeuger, den du dehnst. Wenn du möchtest, fasst du den Fuß und ziehst dein Knie Richtung Boden. Muss nicht, es reicht auch, wenn du den Oberschenkel fasst. Auch hier wieder ausatmend, so ein Stück tiefer sinken. Wieder zurück, Seite wechseln, anderes Bein von hinten fassen, nach außen ziehen. Reicht schon, mit dem Ellbogen Richtung Boden oder du fasst deinen Fuß und ziehst dein Knie hier Richtung Boden. Müsstest du vorne spüren. Mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinken, ein Stück weiter dein Knie Richtung Boden ziehen. Und immer ganz bewusst deinen Atem einsetzen. Jawohl. Dann kommst du ganz langsam wieder zurück. Nimmst nochmal beide Beine nach oben. Hol jetzt dein Becken hoch und löse es nochmal. Zieh es ran und löse es. Diese Schaukel ist eine schöne Übung, wenn du tatsächlich öfters mal Schmerzen im unteren Rücken hast. Und das ist ja die Stelle, wo die meisten Rückenschmerzen auftauchen, weil der untere Rücken unseren Rumpf den ganzen Tag halten muss. Dann kannst du die Bewegung in der Früh mal machen, dich so richtig klein machen und es einfach mal 2 Minuten halten. Jetzt schieb deine Fersen nach oben, versuch da durchzustrecken, so weit wie es geht. Das ist die Rückenlinie, die, wenn wir dann fasziales Training haben, wirst du die auch noch miterleben. Das ist auch eine Stunde in diesen 6 Tagen. Und die dehnen wir jetzt mal auf, indem wir die Unterschenkel fassen und mal ranziehen. Und jetzt versuch dein Gesäß abzuheben, die Fußspitze noch näher Richtung Schienbein. Und wenn das nicht geht, ist nicht schlimm, dann lässt du einfach dein Gesäß unten. Fußspitzen ranziehen, die Dehnung spüren. Und ganz bewusst die Fersen nach oben weg. Nochmal wieder beugen, die Knie beugen, dein Gesäß auf den Boden absetzen und einen Fuß aufstellen. Du ziehst dich mit dem anderen Bein entweder so zum Sitzen oder wenn dir das lieber ist, kommst du über die Seite nach oben gleich mal zum Sitzen. Dann können wir hier nochmal sitzen bleiben. Lass deine Füße breiter wie die Hüfte und lass dein rechtes, linkes Knie nach unten kippen. Mobilisier deine Hüftgelenke, ganz locker, richtig nach innen und wieder zurück, ganz entspannt von der einen zur anderen Seite. Und das Ganze, mach mal weiter, stütz dich rück hinten ab, versuchst du jetzt so ein bisschen bewusster zu machen, auf und lass dich rück hier hängen, Brust raus.
Brust raus. Genau. Und auf eine Seite kommen, in den Kniestand. Und jetzt nimmst du ein Bein nach vorne. Wenn du dein Kissen noch da hast, dann holst du unter dein Knie, richte dich hier auf. Und jetzt versuchst du, dein Becken in die Senkrechte zu stellen, deine Hüfte. Spann dein Gesäß an und schieb mal, ich mache es mal mit der anderen Seite, egal welche, dann siehst du mehr. Schieb den unteren Rand hier nach vorne, also Gesäß anspannen, dich aufrichten und jetzt schiebst du dich ein kleines bisschen vor an der Hüfte. Es muss gar nicht viel sein. Also unteren Rand vom Becken nach vorne und du schiebst ein kleines Stück nach vorne und hältst. Hoffentlich spürst du die Dehnung hier. Ja, sehr schön. Halten, halten, halten. Kann man auch im Sitzen auf dem Stuhl mal machen, wenn du im Büro sitzt. Dann kommst du nochmal zurück, wechselst gleich. Anderes Bein, Hüfte, also Knie unter Hüftgelenk, Gesäß anspannen, unteren Rand nach vorne. Und dann schiebst du dein Becken wieder ein kleines bisschen vor. Wie gesagt, es muss gar nicht viel sein. Wichtig ist, dass du aufrecht bist und den unteren Rand vom Becken nach vorne schiebst. Dehnung im Hüftbeuger spüren. Auch wieder reinatmen in die Dehnung. Mit jedem Ausatmen das Gefühl haben, dass du noch weiter dich dehnen kannst. Und dann kommst du ganz langsam wieder zurück. Jetzt nimmst du ein Bein oder lässt das Bein gleich vorne, stütz dich hier hoch, drück dich auf beide Füße und mach dann einmal den Rücken ganz rund, Kopf rein. Und dann mach ihn nochmal ganz gerade, schau nach vorne. Noch einmal ganz rund, Kopf rein. Und nochmal ganz gerade nach vorne schauen. Noch einmal rund. Und dann bleibst du ganz gerade, nimmst deine linke Hand an deinen rechten Oberschenkel und versuchst entweder den Ellbogen hier hochzuziehen, Knie bleiben vorne, oder du streckst dich so richtig weit zur Decke, Brustmuskulatur aufdehnen. Löse nochmal auf, komm zurück, andere Hand, entweder nur den Ellbogen reicht oder du streckst deinen Arm, ziehst dich weit nach oben. Atmen, komm dann wieder zurück und komm mit ganz geraden Rücken nach oben zum Stehen. Schüttel dich aus, fleißig, atme ein, streck dich lang. Es lohnt sich mal rechts und links, sich lang zu ziehen, so richtig zu treten am Platz, in die Länge. Nimm deinen ganzen Körper mit, nimm deinen rechten Fuß jetzt nach oben. Kreuz ihn mit der Außenkante, zieh deine ganze rechte Seite lang. Haben wir auch gekräftigt. Und wieder zurück, wechseln, andere Seite, kreuzen. Seite lang ziehen. Und nochmal langsam wieder lösen, zurückkommen, Beine nochmal grätschen, verlager dein Gewicht. Und jetzt nimm deine Hüftgelenke noch einmal mit, nimm deine Schultern mit in die Bewegung, roll die Füße ab, ganz locker. Und auch gern größer werden, deine Ellbogen zurückziehen, ruhig auch langen Arme, dich einfach nochmal durchbewegen, lohnt sich. Strecken und dann gerne auch einmal noch locker von rechts nach links dich fallen lassen, aufschwingen.
fühlt sich vielleicht jetzt anders an wie vorher. Werde kleiner. Bleib nochmal hier. Komm nach oben, halte hier. Hol dich auf deine Fußspitzen. Es kommt der Test, ob wir stabil sind in der Körpermitte. Und? Komm tief auf die Fersen. Nimm deine Arme tief, heb dein rechtes Bein. Komm nochmal hoch. Einatmen, ausatmen, heb dein linkes Bein. Einatmen, ausatmen, rechts. Wir wollen ja ganz stabil in den Alltag starten, so immer noch so ist. Noch einmal rechts und jetzt bleibst du hier und versuch mit deinen Armen ganz kleine Bewegungen nach vorne zu machen, 4-5 Mal. Und ganz kleine Bewegungen nach hinten, 4-5 Mal. 4-5 Mal nach vorne, wackeln ist erlaubt. Stabilisiere dich in deiner Körpermitte. Und das Ganze nochmal einatmen nach oben und ausatmen, anderes Bein. Und hier auch nochmal ganz kleine Bewegung nach vorne und ganz kleine Bewegung zurück. Spüre deinen Rumpf. Nimm die Wahrnehmung mit in deinen Alltag. Die Wahrnehmung für deinen unteren Rücken. Also erstmal die stabile Wahrnehmung, aber auch die entspannte. Dann schließt du nochmal, nimmst deine Füße wieder nach unten und spürst einen kurzen Moment, ob du dich jetzt aufrecht und stabil fühlst. Ich freue mich über einen Kommentar unten, wie es dir so geht jetzt. Hat man das Gefühl, man steht wie mit einem dicken Gürtel hier, wie so ein Korsett, stabil, fest, vielleicht auch viel verwurzelter noch auf dem Boden. Schon, oder? Vielleicht dein Brustbein auch angehoben. Denk ab und zu mal an die aufrechte Haltung. Dann ist der untere Rücken schon viel entspannter. Also immer mal wieder aufrichten zwischendurch und natürlich auch generell möglichst viel bewegen. Das tut dem unteren Rücken gut. Was immer ganz schön ist, ist so sich strecken und räkeln. Oder mal deine Hände so richtig reiben. Wir haben natürlich Faszien im unteren Rücken, diese dicke Faszie, die, wenn nicht bewegt wird, dann verklebt sie gerne, wird viel zu fest, die Rezeptoren sind nicht mehr aktiv und dann entstehen da Schmerzen. Und wenn wir die Rezeptoren jetzt gleich wach machen, indem wir mit warmen Händen den unteren Rücken mal so richtig massieren, dann hat sich die Wahrnehmung da auch schon verändert im unteren Rücken. Das kann man zwischendurch ganz gut machen. Oder du klopfst mit deinen Handrücken deinen unteren Rücken zwischendurch aus. Das kann man auch wunderbar machen. Auch im Sitzen muss man nicht unbedingt stehen. Und was du auch wunderbar machen kannst zwischendurch, um den Rücken zu entlasten, gerade den unteren Bereich, auch im Sitzen kannst du das machen, indem du dich mal hier nach vorne hängst, stütz dich auf die Oberschenkel ab und lass einfach deinen unteren Rücken rund werden. Lass dich entspannt hier hängen. Kannst auch mit den Händen am Oberschenkel, also so eine Entlastungshaltung zwischendurch mal, wenn du merkst, du bist lang im Stehen gewesen oder eben mit den Ellbogen, diese Kutscherhaltung, so nennt sich die im Sitzen, dann entlastest du den Rücken. Dann komm nochmal mit ganz geraden Rücken natürlich nach oben zum Stehen. Atme ein. Jetzt machst du die Rezeptoren nochmal wacher, indem du einatmest und dich streckst und die Faszien dehnst, da hinten im Rücken. Und dann machst du sie gleich nochmal wacher, indem du sie auch ein bisschen schüttelst. Auch da unten ein bisschen rütteln und schütteln. Und nochmal stehen bleiben, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt eigentlich rundum wohl. Du hast so ein paar Tipps mitgenommen für den Alltag. Also dieses Rütteln, dieses Abreiben, Ausklopfen, dich mal aus der Balance bringen, um deine Rumpfstabilität zu fordern. Oder vielleicht die ein oder andere Übung, die dir ganz besonders gut getan hat, dann mach die einfach öfters mal im Alltag. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du morgen auch wieder dabei bist bei unserer Brustwirbelsäule, bei unseren nächsten 60 Minuten Rücken-Physio-Fitness. Wenn du Lust hast, auch gerne diese Playlist teilen mit Freunden,
wenn du jemanden hast, der sich auch gerne bewegt oder sich bewegen sollte. Die Playlist findest du auf meinem YouTube-Kanal. Die Physio-Fitness 60 Minuten Rücken-Challenge oder Serie oder Reihe. Dann gerne einfach teilen, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich, wenn man gefällt mir. Ich freue mich immer über Kommentare. Und ich freue mich auch, wenn du mich abonnierst. Das ist kostenfrei. Dann kannst du nämlich jedes Mal mitbekommen, wenn wieder ein neues Video da ist. Also einfach abonnieren. Den Link dazu findest du hier. Dann die graue Glocke drücken und dann auf alle drücken. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video beim Mehr ansehen. Oder da ist rechts unten so ein ganz kleiner grauer Pfeil. Da klickst du mal drauf, dann macht sich eine Seite auf. Und da steht dann deine Unterstützung, da könntest du meine Arbeit wertschätzen mit 2,50 Euro monatlich oder so, 5 Euro monatlich, ganz was du Lust hast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aber auch ganz einfach, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!